Moinsen, YouTube-Freunde. Willkommen zurück zur wahrscheinlich letzten Folge hier von Shadow Tactics Ico's Choice. Wir haben das letzte Mal Lady Chiwa erfolgreich um die Ecke gebracht, in Sarg, genagelt. Irgendwas sucht es euch aus, vergiftet. Ach, alles. Kommt, Leute, kommt. Wir spielen heute den letzten Teil, den Epilog. Ich habe das letzte Mal ja nach einer kurzen Folge dann aufgehört. Seht es mir nach, es macht sich einfach besser. Einfach Level für Level in einzelne Folgen zu packen. Ja. Wir spielen den Epilog, wenn es euch gefallen hat. Dann lasst mir einen dicken Daumen nach oben da. Abonnieren, wenn ihr neu seid. Damit ihr keine weiteren Spiele verpasst. Und schreibt, wie gesagt, gerne in die Kommentare, was ich noch spielen soll. Denn jetzt muss ich was Neues suchen. Das, hört ja nicht auf hier. A quiet night. Well, food is cooking. Mugen and Yuki-chan are fetching firewood. Nothing left to do but pass the time. So. Wir sind hier irgendwo im Wäldchen. Und dann... What's on your mind, Aiko-san? A few things. Nothing to worry about. There's no harm in talking. Thank you. Takuma-san. Perhaps later. I will be here. Okay. Wir sind hier mit Hayato und Takuma. Wir nehmen die Fackel mal mit. Nee, wir machen sie aus. Wir brauchen es nicht helle hier. How are you holding up? I'm fine. Is that concern I hear in your voice? Killing your past is never easy. Trust me, I know. I see. Thank you, Hayato-san. Truly. Don't mention it. Perhaps a little stroll will do me good. I saw a shrine farther up the hill. Are you sure? The others will be back soon. I promise I won't be long. Okay. Oh! Oh, ist das weit weg. Na gut, es geht doch. Dann ab zum Shrine. Wir verarbeiten jetzt noch unsere Vergangenheit. Ich könnte mir vorstellen, dass Mimimi sich auch eventuell was mit den anderen Charakteren noch überlegt. Was kann ich denn hier machen? Our last night before we reach Kage-sama. So, it's rice porridge tonight. Smells wonderful. Wait until you taste it. I might have outdone myself this time. Are you enjoying the smell of the food, Kumakun? Hm. Okay. Dann gehen wir mal hier hoch und schauen. Hier können wir noch den Shrine anbeten. What do you know? This branch is freshly cut. Cherry blossoms. They always were my favorite. I remembered that. Huh. So, you do still live. Impressive. Has Kage-sama sent you? Have you come for my companions again? Kage-sama? Oh, please. Do you really think I'd spend my retirement helping that old fool? I see. So you never supported him willingly? He came to me, thinking he could snare me with oaths made long before his time. I decided to teach him a lesson and gain my well-earned peace in the process. You betrayed your own men so we could succeed? And faked your own death to gain your freedom? A fine scheme, wouldn't you agree? And yet, one that put me and my companions in harm's way. A regrettable fact. But it is what it is. Why look so troubled, Aiko-chan? How can I not be? One part of me rejoices that you are still alive. The other
wishes to end you for what you have done. Life is full of complicated decisions. Whether it is the matter of your sensei or the child you carry. What? Do not worry, Aiko-chan. You are hiding it well. You almost fooled me, too. I don't see what one thing has to do with the other. Only that there is a choice to be made. One that nobody can make but you. Now, shall we begin? My back is turned. No tricks. No schemes. If you wish to strike me down, you may do so now. Sensei. I will give you 10 heartbeats to decide. Oha. Triff deine Wahl. Ah, such a beautiful view. It is indeed. Thank you for not spoiling the evening, my dear. Enough blood has been shed. Okay, ich habe mich dazu entschieden, sie nicht umzubringen. So, ganz einfach. And Aiko-chan, if I may give you a nibble of advice. We cannot know what tomorrow brings. But the choice you make today will be the right one. In that, I am certain. Farewell, Sensei. Farewell, Aiko-chan. Oha, also Lady Chiyu lebt, wir haben sie leben lassen und Aiko ist schwanger. The others must have returned by now. I should head back. She is schwanger. Wer war denn da so frei? Da, der Schlinge hier. Guckt ihn euch an, der wartet schon. Der Schlinge war's. Aiko-san. We were starting to worry. Apologies. I had to make peace with some old memories. Hmm. I think some food will do us all good. Will you gather the others? Gladly. Okay. Wir reden aber trotzdem noch mal mit einem durch. Smells good, doesn't it? Indeed. You should ask Takuma-san to teach you the recipe. You know my cooking skills are questionable. My love. If anyone can help you improve, it's him. Na, ist das ja noch mal eine überraschende Wendung. Finished your walk? I have. You should try running next time. Exercise always clears the head. Perhaps you'd be up for a little friendly competition. Always. Come now. Food is ready. Schubst mich doch nicht. Ey! Das ist nicht nett. Haben wir jetzt alle? Wo sind die beiden denn? Ach, hier unten. Schlingen wir uns hier mal so durch? Tun die beiden auch noch ab? Dann gibt es ein gemeinschaftliches Abendbrot. And the ones over there? Those constellations are called the Black Turtle of the North. And the ones over there? The Vermilion Bird of the South. And the ones over there? Ah, the White Tiger of the West. That's a big cat, yes? Very big, yes. Who gave them their names? Wise men from faraway China. I'd like to travel someday. Why not, Yuki-chan? Why not? You two seem to be enjoying yourselves. Yes, Sensei is teaching me about the stars. Come now, Mugen is waiting at the fire. Gladly. I'm positively starving. Ich überhole den noch. Miau, wusch. Nee, darf ich nicht. Ja. Everyone's gathered, my love. Very good. Let us begin the feast. Ah, that was really good. You truly have outdone yourself. Agreed. You must share this recipe with me sometime, Takuma-san. Of course. Though I admit, I've never met a samurai who cooks before.
Then I shall be the first. I remember you trying to make dumplings one time. How was it? Well, we swore never to speak of it again. Are you not a man of your word, Hayato-san? Forgive me, everyone. I am bound by oath. Anyway, er darf nicht sagen. I'll be heading off. Long day tomorrow. Indeed. I think we should also call it a night, Yuki-chan. All right. Come, Kuma-kun. Good night, everyone. See you in the morning. Gute Nacht, John Boy. Das war's jetzt, oder? Ah, nee, die beiden noch. War ja klar. I'm going to miss our meals together. The fight may end tomorrow. But must that mean the end of our group? Can you imagine us all living as a family? It would be a wild family, to be certain. Perhaps just the two of us. A child, maybe? Would that make you happy, Aiko-san? I think it would. And you, Mugen-san? I would be honored, my love. Very well. Let us finish our final task. Tomorrow, we put an end to Kage-sama. After that, we shall talk about the future. Agreed. Tomorrow, then. Tomorrow. Ja, ein schöner Abschluss, würde ich sagen. Hier für Shadow Tactics Aiko's Choice. Es spielt ja zwischen der Endmission von Shadow Tactics, wo man Kage-sama tötet. Soweit ich das jetzt richtig verstanden habe. Also es ist ja eigentlich so eine Zwischenzeit. Aber wie immer hat sich Mimimi hier gar nicht mal lumpen lassen. Hat mir viel Spaß gemacht. War kurz und bündig. Ich hätte mir vielleicht ein, zwei Level mehr gewünscht. Hoffe natürlich auf schnelle weitere DLCs von dem Team. Was sagt ihr zu dem Spiel? Habt ihr es selbst auch gespielt? Freut ihr euch schon auf neue Sachen? Und ja, schreibt es mir in die Kommentare. Samt neuer Spieleideen würde ich mich immer freuen drüber. Und natürlich auch gerne den Daumen nach oben da. Abo lassen, würde mich sehr freuen. Bleibt gesund, bis zum nächsten Video. Tschö mit Ö.